Ilja Korba, in über 50 TV- und Kinoproduktionen konnten sich die Männer davon überzeugen, diese Frau ist eine Sünde wert. Ab Oktober ist sie als Edelhure Roxy in einer Serie zu bewundern und auch in einem Hochglanz-Männermagazin hatte sie sich schon sehr freizügig ablichten lassen. In Hamburg trafen wir Cornelia Korba. Sie war angereist zum Mal- und Fotoshooting. Die 31-Jährige singt, tanzt, spielt die Hure. Sie drehte über 50 TV- und Kinofilme. Rollen leichter Mädchen werden ihr auf den Leib geschrieben. Cornelia Korba, Erotik pur. Somit ist es kein Wunder, dass man die Korba zum Mal- und Fotoshooting nach Hamburg lud, der Stadt der Liebe. Der persische Maler Davud Rostai, Schöpfer des Kryptorealismus, lud Cornelia Korba in das Hamburger Atelier ein. Seine Bilder sind Ausdruck realistischer Motive, verbunden mit orientalischen Versionen und spannendem Humanismus. Er liebt die Farben, die aus seinem Inneren kommen. Davud und Cornelia haben sich vor dem Shooting spontan entschlossen, ein fertiges Bild zu verkaufen. Und was liegt näher, als das Geld bedürftigen Frauen zu spenden? Für die beiden ist es ein erster Schritt der Humanität auf diesem Gebiet. Die Prostitution zu legalisieren, diesen Frauen eine soziale Sicherheit zu bieten, dafür steht die Korba Modell. Gelb und Rot, Leidenschaft, Feuer, Liebe. Auch Rot hat viele Bedeutungen. Sie will gerne die Mädchen, dass die auf der Straße sind und Probleme haben, auch gerne helfen. Deswegen ist ein revolutionäres Feeling in dem Herz von Cornelia, erstens und zweitens, auch eine erotische Stimmung. Immer wieder greift der Maler zu Rot, Rot in allen Nuancen. Er malt mit den Händen, um die Farben zu fühlen und ihnen Ausdruck zu verleihen. Das Motiv füllt sich, das Bild entsteht, dann wird es versteigert. Ein zweites Bild von Cornelia Korba für seine Ausstellung in Amerika. An diesem Projekt arbeitet auch der Fotograf Sheradi. Er fotografiert die Schauspielerin auf dem Kiez in Hamburg. Anfang des Jahres traf er die Korba auf seiner Ausstellung für die José Carreras Stiftung. Spontan engagierte er sie für dieses Milieu-Shooting. Für den Fotograf natürlich eine Möglichkeit, Arbeit und Vergnügen zu verbinden. Schöne Frauen und St. Pauli und Kunst. Ich denke, das sollte man da fotografieren, wo es hingehört. Und das ist in Hamburg immer St. Pauli. Nach einem anstrengenden Arbeitstag mit Maler und Fotograf gönnt sich auch Cornelia Korba noch etwas Vergnügen.